Welcome back to another German Food Review and it's Currywurst time. Mühlencurrywurst, so Mehlcurrywurst. This is new. Yeah, it's chicken, not pork. Chicken oder Geflügel for the Germans. And yeah, quite pricey, €2.50. Mühlencurrywurst. It's more expensive. No idea who that is. Is there something on it? No. Yeah, 220 gram, 110 gram of sausage, and 85% chicken, turkey and chicken. What the heck is this? Chicken fat with skin? Oh boy. And curry sauce, 50%. That's not so nice to read. Okay, anyway, and 1.2 gram of curry powder. Yeah, best before date, still fine. Okay, calories lower, okay. Usually it's over 200, but this is 173. 2.2% of salt, nice. Sugar, nice. And fat, okay. Yeah, let's open it. Okay. Ah, here's the stuff. Curry powder and a chippy fork. Glued. Yeah, looks, everything looks high quality here. Nice choice of color. And here's the chippy fork. The big one. Okay. Yeah. Oh, I think I've poked that stuff. One second. Where are the instructions? Maybe here? Yes. Okay, 2 minutes, 600 watts. In a second, Rabia Janssen. Mm-hmm. This is Bernd Becker. Okay, 1 second. Here's the knife, good. All right, let's do it. Oh, in the face. What the heck? Is that enough? Bam. Okay. So, 2 minutes in the microwave. Yes, back in a sec. So, here it is, and sniff test. Smells like curry ketchup. Okay, let's open it. That's how it looks like. It's a grilled sausage. You can see it grilled. Okay, come on. Looks like it is quite hot. Sniff test. Yeah, very nice smell. A little sour, sweet, curry ketchup. Okay. That's not a curry wurst yet, right? You have to add curry. So, there it is. Okay, then put it over like this. It 1.2 gram of curry and stir it a little bit, otherwise it's a little dry, so just a little bit. So okay, let's do a thumbnail and then it's eating time. Okay, so 2.50. Yeah, more pricey than a regular currywurst from a snack bar. Anyway, it's for the microwave. You can eat it whenever you want. Here we go. First of all, ketchup. Yeah. As you can see, nice consistency, nice and thick. It's not dripping. That's good. Here we go. Creamy. Here's the meat. Just please focus. Yeah, as you can see, it's quite hot. Yeah, tastes good. Nice consistency. It's not too soft, no weird pieces. And it tastes good.
like the ketchup. Grilled sausage. And look, the sausage looks good. Sometimes it looks really weird. Strange spots and something like that. And this one here looks nice. And tastes good. It's just more pricey than the other product. Here we go. I really like the ketchup. Second, a spoon. Let's spoon that stuff off here. Here we go. That's a really tasty ketchup. Awesome consistency, very nice flavor. Salty, sour, sweet. Yeah, nice. The sausage is good too. And curry, obviously. Nice thickness. Yeah, very good. A very good convenience currywurst product. Big thumbs up for Mühlen Currywurst. Yeah, it doesn't taste like chicken. Very nice. Actually, big thumbs up. Yeah. Okay, one more spoon from the ketchup, right? Here we go. Extremely tasty. A little hot. Nice. Thanks for watching. I'll continue in German. So, es gibt ein neues Produkt. Und zwar von... Steht gar nicht mehr drauf, Rügenwalder Mühle. Jetzt steht nur noch Mühlencurrywurst drauf. Geflügel. So, ist kein Schwein drin. Sondern andere komische Sachen, lese ich euch gleich vor. Wir produzieren mit 100% Ökostrom. 1834, okay. Und, jetzt habe ich den Namen wieder vergessen. Ne, das war Bernd hier und die andere war Rabea. Okay, und ja, Geflügelbratwurst vom Grill. Die anderen waren schon ganz nice, kosten allerdings auch ein bisschen mehr. 2,50 hat das hier gekostet, war allerdings im Bahnhof Edeka. Kann auch sein, dass es woanders nur 2,39 oder so kostet. Sind 220 Gramm Standardgröße, 110 Gramm Bratwurstscheiben und ja, es ist Geflügel. Und lest euch mal das hier durch. Geflügelfleisch, okay, 85%, bla bla. Geflügelfett mit Haut. Vielleicht sollte man sich die Zutaten besser nicht durchlesen. Warum steht denn da Haut? Okay, ja, Salz natürlich, Gewürze und so weiter. Und eine Currysoße ist auch noch drin. Und 1,2 Gramm Currypulver. Ich glaube, das ist mehr als bei den günstigeren. Wie auch immer. Die Kalorien sind auch niedriger. Unter 200, 173, um genau zu sein. 2,2% Salz, sehr schön. Viel Zucker, auch sehr schön. Curry Ketchup muss immer ein bisschen süß sein. Und Fett ein bisschen. Ja. Das war's. Dann bekommt man das hier. Alles sieht nach ja, Qualität aus. Schöne Farbe und so weiter. Schön rangeklebt hier, kann man leicht abmachen und so weiter. Bekommt ihr noch eine schöne Gabel. Gourmet-Besteck. Ja. Haut man rein in die... Wo ist denn das jetzt hin? In die Mikrowelle. Oh, das ist jetzt zusammengerollt. Macht man einfach... hier seht ihr das. 2 Minuten in die Mikrowelle bei 600 Watt. Hier seht ihr Bernd. Ich habe Bernd aus Versehen geschnitten. Aber Rabea auch. Tut mir leid. Oder ihr könnt es auch wie Stromverschwender im Wasserbad machen. Aber das macht ihr natürlich nicht. So, so sieht's aus und es riecht, wenn man es rausnimmt, nicht so extrem, aber ein bisschen lecker nach Curry-Ketchup, ist ein Test. Wenn man es aufmacht, riecht es mehr nach Curry-Ketchup, sehr leckerer Duft. Dann habe ich es rüber gemacht, den Curry, und etwas umgerührt, ansonsten ist es zu trocken, aber nicht richtig umgerührt, sondern nur so ein bisschen. Okay, und dann seht ihr hier die Stückchen, sieht erstmal sehr schön aus. Auch eine schöne Dicke, nicht zu dünn, ich hasse diese Mikroscheiben. Das hier ist genau richtig, sehr schön. Und ja, wir werden einfach mal kosten. Here we go. Und wenn man das einfach so wegnascht, das erste, was auffällt, sehr geile Konsistenz. Manchmal fühlt sich das von so einem Produkt hier ein bisschen komisch an und sieht auch komisch aus. Das hier sieht gut aus. Ja, und es fühlt sich super an. Nicht zu weich. Ein bisschen fest, man kann richtig kauen. Und es schmeckt gut.
Ja. Der Ketchup ist extrem lecker. Und ich schmecke jetzt gar nicht raus, dass es Geflügel ist. Das ist nicht schlimm. Schmeckt sehr lecker. Kann man auf jeden Fall nehmen. Wird man bestimmt nicht enttäuscht. Oder habt ihr es probiert und enttäuscht? Wart enttäuscht? Nebigo. Sehr schön. Ich mag immer sehr würzige Ketchup-Sorten. Der hier ist etwas würzig, ist jetzt nicht übertrieben. Könnte würziger sein für mich, aber der schmeckt extrem lecker. Deshalb habe ich ja auch einen Löffel, um den hier wegzulöffeln. Nebigo. Der schmeckt wirklich sehr super. Ein schöner Curry. Salzig, säuerlich, süß. Ja, 2,50 ist jetzt nicht so günstig. Dann könnte man sich auch eine richtige Currywurst kaufen. Obwohl ich natürlich nicht weiß, was die bei euch kosten. Aber hier kriegt man schon günstige. Aber das hier schmeckt super. Gibt es überhaupt nichts auszusetzen. Nicht mal ein bisschen. Ewiger. Ja, und das kann man machen, wann man will. Einfach 2 Minuten in die Mikrowelle hauen oder 15 Minuten ins Wasserbad. Here we go. Oh, den Ketchup sollten sie mal einzeln verkaufen. Das schmeckt richtig lecker. Die Konsistenz auch super, so schön cremig. Sehr gut. Bekommt einen dicken Daumen nach oben. Nice. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video.